Gucken, wieder Hugo, kann man noch gucken. Weißt du, was jetzt kommen könnte? Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever. Ein neues Intro auch für dich. Ich zähl runter. 3, 2, 1. Let's go, Digga. Komm schon, Baby. Und, Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever. Mit dem Schiss in der Welt. Ja! Ich hab grad gesagt, ihr seht mit der Angst kurz vor dir, Mann. Oh. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Diagnose? Nicht süchtig. Wir sind mit der Angst kurz vor dir, Mann. Oh. Aber was ist mit Saschas Stimme los? Holy shit. Oh, das ist natürlich legendär. Das ist auch mal richtig. Ja, Sascha. Anstatt, es gibt Leute, die haben finanziell nicht das Polster dafür. Ne? Mehr arbeiten. Mehr arbeiten, um Kisten zu öffnen. Oh, Jeremy Fragrance. Oh, ja. Ich denke wirklich einmal im Monat an dieses Video von Jeremy Fragrance, in dem es darum geht, dass er nicht verstehen kann, wie Leute dann ihre Sachen nicht zahlen können. Und er dann meinte und er es einmal durchgerechnet hat. Ja, dann verdienst du so 1,5 brutto. Ja, 700 Miete. Ja, dann kommen natürlich noch die Steuern drauf. Ja, dann Internet. Weißt du, dann bist du auch bei 0 Euro. Ja. Dann musst du einfach mehr arbeiten gehen. Back to back to back. Ja. Boah, ist Monte nicht bald 40? Boah. Ältere Herren, die sich im Internet... Boah. Ich glaube, ich möchte meinen Salat nicht mehr weiter essen. ...für Kinder zum Kasper machen. Bruder, ich habe gefühlt oben 20 Teesorten. Da habe ich dir damals alles für meine Ex-Freundin geholt. Das ist abgehauen, die Bitch. Naja, dafür bin ja ich jetzt wenigstens da. Hugo! Wicked Awakeness! Pepper mit 2 Euro, die Schildkröte Pepper. Meine Freundin ist heute leider verstorben. Ruhe in Frieden. Was hast du für eine Scheiße, Digga? Meine Mutter ist nicht mehr da und jetzt... Ich schwöre, bester und schlimmster Clip gleichzeitig. Mein Dad ist so krank. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich fühle. Das glaube ich dir gerne. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten? Bist du von dem Army Simulator Stand? Ich bin Spieler davon. Also du spielst das auf Profi-Level? Ich bin zweifacher Weltmeister. Du bist zweifacher Weltmeister im Landwirtschaftssimulator? Das ist richtig. Die jetzt hier noch stehen auch. Wie kann man diesen Stream jetzt noch toppen? Boah, ihr seid alle Weltmeister. Das ist hart. Im Farming Simulator. Du denkst, ja. Die gucken uns ein ESL-Turnier zu? Soll ich mal kurz weitermachen? Ja, soll ich mal. Ey, ich schwöre, Julian, jetzt, wenn das Competitive spielen kann. Wo ist... ja, ist... Ich bin so ein Trottel. Ich darf endlich verkünden, dass ich 30 Tage live sein werde. 30 Tage lang mit Content füllen, sehr hart. Mensch, ich habe auch schon so unnormal krank Bock auf 7-Tage-Stream, ehrlich. Ich bin die ganze Zeit so kurz davor zu überlegen, ob ich jetzt schon mal so einen 3-Tage-Stream oder so mache. Einfach weil ich, oder diesen 12-Stunden-IRL alles, ich bin schon richtig down. Aber ich habe momentan auch einfach viel Spaß am Stream, so, es bockt sehr. Ich liebe den Raum hier auch, übelst krass. Wieder weirde Schlafpositionen machen. Dafür machen wir einfach 12-Stunden-Streams jetzt einfach mal jede Woche. Auf entspannt. Guten Morgen. Heute ist auch so ein kranker Track, ne? Peace, Leute. Was geht ab? Ich ist Marvin. Kevin. Ich könnte mit Olaf Scholz einen Livestream machen. Ich würde nicht in ein Hugo-Video kommen, weil ich kein Trimax bin, weil ich kein Papa Platte bin. Wer ist das denn, Digga? Den sehe ich ja das erste Mal in den Videos. Mein Gott, ist der hässlich, Digga. Maybe next time, du Hugo-Sohn. Verbrecher auf. Ich muss sagen, Monte auf dem Fahrrad war auch eine Sache, von der ich nicht gedacht habe, dass ich die einfach mal auch so sehe, irgendwie. Ich hatte auch, bis er hier war, habe ich auch gebraucht, um zu realisieren, dass es überhaupt Monte ist. Zwei Rädern. Hier die Fahrradmafia bereits ein großes Problem. Digga, wie bist du mit deinem Bein da drauf? Falls irgendein scheiß Fußgänger muckt, gibt's direkt einen Fliegen. Monte fährt so übelst breitbeinig, ne? Nein. Mach mal so wie Onkel Motto von diesem hier. Einmal für mich. Hit die hochziehen. Damn, boy. Dass es sich bei den Berührungen um Belästigung handelt. Was machen Sie hier? Mein Schwanz. Die können Sie gerne. Was macht er?
Meine erste Begegnung mit Hugo war... Oh, das ist so ein guter... Ich schwöre, so guter Clip, weil Sydney das auch so gut nachmacht. Du bist ja voll groß. Du bist auch mittelgroß. Danke. Ich schwöre, die Lache 1 zu 1. Du bist ja voll... Danke. Hier, das habe ich gesehen, das TikTok, so funny. Du bist auch mittelgroß. Danke. Ich schwöre, ich liebe Hugo. Ist der Hugo getroffen? Und was hat er gesagt? Zumindest soll Banane. Digga, das ist so ein geiler Clip. Er dreht sein scheiß Handy und auf einmal ist dann Leroy Matata, Digga. Hallo da. Das Video ist dieses Check, er hat die LSU gemacht, wollte irgendwie sein Handy so machen und auf einmal ist da einfach fucking Leroy. Die waren nicht zusammen unterwegs. Wieso taucht Leroy einfach random so auf an Orten? Ich schwöre, das ist wie dasselbe Ding, als ich einen Flug hatte von irgendwie Köln nach Berlin oder so und plötzlich war da auch Leroy. Ich war so, hä, wieso sehe ich den denn da auf einmal? Der spawnt einfach, ehrlich. Er spawnt und sagt einfach so, krass. Ich will gerade Celtics fragen, wie ist das, Livestreamer zu sein? Wenn du dir jetzt eine aussuchen müsstest, dann würdest du nennen. Was kostet die? Hey Marc Gebauer, was kostet so eine Uhr? Schnäppchen. Naja, bei Marc auf jeden Fall überteuert. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe immer super Schnäppchen bei ihm gemacht. Aber nur im Duftbereich, ne? Gut, gut zu wissen. Oh, das ist ja ein Foodlooker. Ja. Foodlooker. Ja. Aber du hast jetzt gerade was gegessen. Das wäre nichts für dich, oder? Der Bruder macht diesen anderen Freestyle. Tiger. Das war fast zeitgleich. Also, was mich jetzt aber gerade hier extrem aufregt, ist, dass sie den Weg komplett neu gemacht haben. Der andere war doch noch gut. Das verstehe ich auch nicht, Digga. Die haben den Weg hier neu gemacht. So gut. Digga, der andere war vollkommen in Ordnung. Warum haben die das geändert? Der andere war doch noch gut, wenn wir gemacht haben. Ich hatte da auch irgendwie mal einen Clip, wo ich auch irgendwas erzählt hatte mit dieses Mädel aus der Schule. Ja, die war auch auf meiner Schule. Was wird jetzt immer weniger geben, solche langen Beziehungen. Stimmt, ja. Also der Typ da, der redet sehr viel gutes Zeug. Wir kommen zum allerersten Team. Film ab. Oh shit! Nein! Moin, moin meine aktiven Freunde. Das ist crazy. Und das wird so schnell vorbei sein. Wird abgesagt. Danny, die Mücken auf gar keinen Fall. Du bist ja eher im Kontakt. Ich wurde morgen von der Mücke geweckt. Wirklich, konnte nicht mehr. In meinem Leben ging es nicht mehr gut. Ich war so sauer. Ich habe jetzt auch meine Standpauke gehalten. Und war so, ey Leute, es ist Mückengitterzeit. Ab jetzt keine Türen mehr offen. Keine Fenster mehr auf. Nur noch mit Mückengitter. Mit Monte? Glaubst du, er geht hin? Niemals. Nee, Digi, am Wochenende habe ich keinen Ruf. Ja, nee, Monte. Zwei Dinge, die mir im Leben heilig sind, über die nichts kommt. Oma und Opa und Kylo. Wie stehen die Chancen, dass du mitmachst? 50-50 würde ich sagen. Ich sehe nächste Woche Monty. Da werde ich ihn bearbeiten, dass er zusagt. Wäre jetzt dabei. Er wird ihn bearbeiten und auch mit ihm reden. Und würde da in der Wildnis verhungern innerlich. Und Carsten hält seine... Nee, Diggi. Oma macht Pellkartoffelsalat. Kartoffelnase ins Meer und einen Fisch beißt an, weil er halt denkt, oh, lecker. Bruder, ist meine Hose nass? Ich sag, meine Hose ist nass. Ja, don't make me do it. Was war das denn? Scheiße, was war das? Ist abgenommen, ja? War aber stark. Das glaube ich jetzt nicht. Der Jäger in seinem natürlichen Habitat. Auf der Singlebörse Tinder sucht er sich sein nächstes Opfer. Ich will in 2 Minuten mein Dad ein Auto übergeben und chillst auf Tinder? Ich will ein Tier. Alles nach rechts. Schön alle Swipes einmal aufbrauchen. Ich Rettungsschwimmer-Dings angemacht. Ja. Weißt du, das war kein Konzept. Ist der Wechsler hier oder was? Ja. Hab ich noch nie gesehen. Wo? Bei Amma. Wo bei Amma? Ich hab noch nie mal den gesehen, Junge. Was ist das für eine Scheiße? Diese Zeiten sagst du, wo man den YouTube-Kanal nicht mehr monetarisieren kann? Aber auch so ein bisschen. Wo? Bei Amma. Hab ich noch nie mal einen Digga, der ein Fanboy. Kassos, dass du dich nicht schämst hier im Chat, du kleiner Hurensohn. Du schuldest mir noch 500 €, du Stück Dreck.
Komischerweise, seitdem ist er nie wieder in meinen Chat gekommen. Dass du dich nicht schämst, hast du. Warte mal, Digga. Digga, so, ey, Jungs. Digga, mein Mike, wenn ich endlich spiele. Okay, Leute, ich wünsche euch die Schwester. Oh, Rohat, bis gleich. Ja, und jetzt voll entspannt, oder? Keine Grüße an Chef Strobel für den billigen Raid mit 579 Zuschauern, Digga. Verpiss dich, Junge. Geier woanders. Chef Strobel, ich will dir mal den Sinn eines Raids erklären. Man raidet Leute, die es auch nötig haben. Also so Leute wie dich. Er macht alles für Fan. Das ist es ja, Digga. Der war wirklich in jedem Format schon. Und der krüppelt trotzdem mit unter 1000 Zuschauern. Lass mich doch scheiße sein. Ja, ich muss fairerweise sagen, ich war bei Chef Strobel ein bisschen zu streng, habe über die Stränge geschlagen. Trotzdem kann ich nichts für sein Versagen. Dicker Bruch.